Weil der eben den Sein gespielt hat und echt gute Engages hatte. Ja, Sion ist halt im Moment auch extrem stark. Ist halt, ja. Also früher gab es ja die Redacten Bar und ich würde sagen, Sion ist auch in der Stärke von Toplanern einzustufen, die damals Renekton war, also halt vom Early Game her. Genau. Renekton ist ja jetzt komplett raus. Renekton kannst du gar nicht mehr spielen, außer du kannst ihn einfach gut. Und dann eine Katarina hinterher drauf zu werfen. Ich weiß nicht, wie der Midlaner beim Blue Team so aussieht. Welches Team ist es überhaupt nochmal? Eins, ne? Blue Team, ah ja, okay. Wo du auch vorhin gemeint hast, Six und so, das ist ja gut. Genau. Also Katarina finde ich halt auch mit Ludens Echo ziemlich stark jetzt wieder. Katarina mit Ludens Echo macht so viel Spaß. Ja. So, Agent Reckless mit seinem Pick, Lucian. Er wollte eigentlich Graves haben, er hat ja hier geschrieben, wird ihm weggebannt. Mit Lucian kriegt trotzdem seinen Pick. Und wir sehen eine Cassio wieder auf Seiten von Purple Team, wie eben gerade. Sogar ein Invade. Uiuiuiui, da ist ein Ward. Wird gesehen vom Blue Team. Wird auch, genau, Kante geworden und nichts raus. Ja. Kante nach Präferenzen spielen. Wow. Gang kommt bei, macht extrem viel Damage. Katarina hat schon Ulti und kann Cassio instant downbursten. Wow. Wir haben 100 CS auf Vivi, die kann sich vielleicht gleich sogar instant hier AI kaufen. 3000 Gold auf Vivi, ist noch nicht einmal weggegangen. Wolibear kommt da raus. Wow, flasht hinterher für die Q und Ulti und Malphite geht down an Wolibear. Schöne Flash-Follow-up. Wenn du Flash traden kannst mit dem Solo-Laner, dann willst du das als Jungler immer machen. Das war nicht so klug von Cassio. Wow, da kommt sie sogar ahead raus. Minion-Damage. Sie steht noch in den Minions? Nein, Level up. Healpot auch noch gezündet, aber da kommt Wolibear. Jetzt gleich kein E mehr ab. Und Woli hat kein Flash mehr. Ja, Woli hat die Flash getradet. Wow, er engage unter den Turret. Da kommt der Stun von Jax und er kann escapen und Malphite kommt nicht hinterher. Kann sogar vielleicht noch down gehen. Schön gemacht vom Wolibear, ihn nochmal zurück in den Turret zu holen. Smite kommt raus und der Bite finished Malphite. Wow. Bite. Doch ein bisschen aggressiv, also ein Jax Tower Dive ist halt immer schwierig, hat man auch gerade gesehen, die E, kein Auto-Attack-Damage. Auch gleich noch auftauchen, aber Vi kriegt relativ viel Damage von Ignite und Cassio, die Q trifft sie nicht, Leona muss reingehen, Wolibear Passive ist da, kann Katarina ihn finishen, nein, sie dreht um, sie hätte ihn followen müssen. Ja, Wolibear, renn um dein Leben. Ja, naja gut, Konzentration aufs Game, 21,3 zu 21,2k, 3k Gold. Uiuiuiui, Jax in Gefahr. Sieht, dass sie. Ja, schön. Einfach geultet. Ohne irgendwas zu tun, ohne in den Stun reinzulaufen. Kluge Entscheidung. So, der Drake Tanz beginnt jetzt. Sivir will ihn rausziehen. Weiß genau, dass Pi da oben steht. Nein, weiß es nicht. Es läuft zumindest. Das hier gemordet ist. Das ist halt. Ziemlich einfacher Drake für rote Team. Ich weiß nicht, ob die Werbe. Außer Vi kann Thresh. Nein, kann nicht machen. Schöner Deny von Thresh. Okay. 31 Abhesenspray, ja. Überleg mal, wie viel das ist. Sie gehen einfach rauf auf Zettel und sie kann nicht mehr ultien. Flash von Woli kommt nicht an Katarina ran. Sie kann wieder reingehen. Vi tankt jetzt durch Sunfire Cape. Hat sie Damage auf Woli gemacht, hat den Turret getankt. Ich glaube nicht, dass sie Woli hier noch fighten sollten. Ach, der Turret ist down! Aber sie. Botlane taucht auf! Thresh kann Vi hooken. Ich bin blind as hell. Ich habe nichts gesehen. Wow. Wie ein Solo-Q-Game. Flash von Katarina, um den Jax Kill zu sichern. Ja, aber hier geht's um alles. Die werden Cassio dann eben nicht reinfeedet. Hm? Oh, Flash, Flash, ja, Engage. Warum, den habe ich nicht so ganz verstanden, aber es macht wow. Sie hat Lucian rausgekriegt. Währenddessen kämpft hier Vi alleine gegen zwei. Sivir ist in der Leona-Ulti. Kann Leona was machen? Nein, DDoS Boy ist dann noch Sivir. Katarina stirbt gegen Woli. Wow, Malphite Ulti kommt rein und tötet direkt zwei Leute. Leona ist ganz alleine. Jax müsste gleich springen. Genau, da ist es.
Und Malphite ist mit Vi übrig gegen die beiden Tanks. Aber Jax überlebt es leider nicht und Vi auch nicht zu Lowlife. Und jetzt ist das Battle of Doom hier. Woli Passive wird regelt gerade. Der Flash war sehr Flasht rein und kommt eigentlich gar nicht weg, weil Woli noch eine Q hat. Hat halt noch. Nein. Wow. Ja. So, 3k Gold für das blaue Team. Katharina geht einfach rein, kann nichts tun. Cassio kann nichts tun. Team 1. Wenn Team 1 gewinnt, ne, dann ist echt die Kacke am Dampfen. Wow. Jax ist ganz alleine, kann aber gerettet werden durch die Thresh Lantern. Die sollten nicht unbedingt engagen. Sie können Vi catchen. Vi geht sogar noch rein. Leon Ulti kommt raus. Katharina springt rein und regelt einfach komplett alles. Resets sind da. Katharina überlebt nicht. Stirbt durch den Turret, weil sie hin und her läuft. Aber das war 4 für einen. Jax war leider nicht mehr dabei. Eve, mach weiter so. Du schaffst das. Wir sind alle fertig. Du auch. Hier ein Skin. So und so. Du packst es. Ne? Richtig geil. Also Props an die Jungs. Yo, Cassio stirbt einfach, obwohl sie noch eine gute Ulti landen kann, weil sie einfach zu behind ist. Jax kann hier 4 Leute stunnen. Au, oh, Katharina Sonias regelt. Hat sich anstatt einem. Uiuiuiui, Thresh. Kann Katharina nicht rausnehmen. Ich glaube, die Katharina hört mir wirklich zu. Zuerst das Ludens, jetzt dann das Sonias. Ja, sie bleibt die ganze Zeit auf diesem Ding sitzen. Hier geht einfach nur der Fight hin und her. Heal kommt raus. Passiert einfach zu viel, um da richtig den Track zu behalten. Auf jeden Fall ist gerade Lucian geflasht, um den Thresh zu töten. Nicht schlecht, Agent Reckless. 5-1-3. Wie der richtige Reckless ist er behind, oder was heißt behind, ist er passiv in der Lane und kommt dann in den Teamfights groß raus. Ja, da passiert genau das. Wow, schöner Dodge. Springt hin und her. Glaube ich, zu viel für die Cuts. Kann wahrscheinlich nicht escapen. Mal gucken. Ah, da kommt das ganze Team. Kann nicht alles dodgen. 5 Leute, zu viel für Katharina. Aber da macht jetzt gerade das blaue Team einen Fehler, weil wenn man sieht, die Midlane ist genau beim Inhib-Tor. Wenn sie den einfach gepusht hätten, hätten sie jetzt wahrscheinlich den Inhib-Tor. So wahrscheinlich aus. Den Inhib auch. Und momentan kriegen sie gar keine Auto-Attacks auf gar Tor. Nicht. Sie kriegen gar nicht. Das Shield ist nicht mal down vom Turret. Sehr ärgerlich. Aber vielleicht kriegen sie jetzt einen Fight. Wow, Malphite kriegt eine Four-Man-Ulti. Vi geht auf Divir. Cassius direkt down. Thresh ist low HP. Kann sich in den Turret sichern. Jax kann hier Lucian töten. Katharina kriegt dafür Volibear. Und es ist 3 für 1. 4 für 1. Jax war noch im Turret. 4 für 1. Das war ein schöner Fight. Engaged von Malphite. Nicht schlecht gemacht. Vielleicht entsteht hier nochmal ein spannender Fight. Gucken wir an, wie das Teamfighting aussieht. Cassio kann hier ein bisschen poken mit Auto-Tag, aber das ist ein easy Baron für das Blue Team. Blue Team kriegt den Smite raus. Leona kann überleben durch die Locket. Jax focus Leona, aber es sind 3 gegen 2 und da ist nicht viel zu machen. Katharina hat währenddessen hier hinten Thresh und Cassio erledigt. Nein, Thresh und Sivir. Geht gegen 0. Das war. Woli klopft da drauf ein, nichts passiert. Ja, jetzt können sie natürlich siegen, easy peasy, weil hier kein Wave Clear mehr vorhanden ist. Und das ist ein easy Turret, vor allem mit dem Damage von Lucians Auto-Attacks. Sehen wir hier nochmal einen Teamfight? Ich glaube, es ist jetzt der entscheidende Teamfight, sollte jetzt stattfinden. Katharina wird gecatcht, aber er kann nicht Follow-Up. Ja, sie macht Use Sonias. Sind ziemlich low durch Cassio Poke, aber Sivir kann nicht escapen. Bolivar stirbt auch gegen Lucian. Katharina springt einfach rein, obwohl sie kein Jonas mehr hat. Tötet einfach Cassio instantly. Sehr greedy gerade, sie sind sehr low. Vi queued raus. Sind sehr low in dem Turret. Aber mit einem 15k Gold Vorsprung kannst du sich halt auch erlauben, mal ja, ein paar nächste Türme zu reichen. Und das ist Game, Leute. Das sollte es gewesen sein. Und damit hat Team 1, glaube ich, ist es das Congress Turnier an Team 1 für das finale Spiel, für den ersten Platz, für den Sieg. Wir haben leider keinen Pokal für euch, aber ihr kriegt den Pokal unserer Herzen, if you know what I mean, if you know what I'm talking about.
Jo, Katharina Carey und das Team selbstverständlich auch komplett mitgecarried. So Leute, nochmal vielen, 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 vielen Dank für alle Zuschauer, die bis zum Ende mit mir geblieben sind, mit mir und mit Garin und mir. Echt toll, dass ihr noch da wart. Congrats an die Team, an die ganzen Teams, die hier Preise absahnen können und auch vielen Dank für die Leute, die mitgespielt haben, die zugeschaut haben, die organisiert haben. Ihr seid echt alle die Besten. Und auch danke an Summoners Inn, die uns hier promotet haben zwischendurch. Und bin mir nicht sicher, ob ich dadurch noch mehr Follower bekommen habe. Danke auch an alle Follower. Ich bin gerade bei 183. Ich bin bald bei so vielen wie I'm a Cutie Pie. Ja, lass reingehen. Auf 24, glaube ich, ne? Servus, Leute! Oh, wer ist da? Hotshocks GG! Auch mein Name hat sich ja wieder geändert. Oh Gott. Gratulation, Leute! Hallo. Gratulation Danke. Zum Sieg! Danke! Gut gespielt! Danke. Pokal bekommt ihr dann irgendwann, vielleicht, Kappa. Jo. Ich habe euch ja auch schon alle hinzugefügt. Also ich werde euch auch in den 2 Wochen, weil man muss 2 Wochen mit jemandem befreundet sein für Mystery Gift, werde ich euch das schicken. Okay, cool. Ja, ist okay. Cool. Hey, okay. Ja. Cool. Boah, es war aber ganz schön intensiv, ey. Es war ja schon krass, ja. Oh, ich fand das Spiel schon viel intensiv. Es hat sich schon am Anfang rauskristallisiert, als du 4-0 standest oder sowas, dass du eben carrying kannst. Aber eine Katharina im Late Game, na, es kann noch gedreht werden. Aber da das Gegnerteam halt nicht so den CC hatte, ne? Also mit, ich weiß nicht, CC war schon da, aber die Teamfights waren einfach besser für euch. Ihr hattet einfach die bessere Team-Kombo. Ja, der Messen. Typ hat auch schon am Anfang des Games gesagt, beziehungsweise schon im Pick gesagt, ja komm, gib mir Katharina und wir gewinnen, das ist ganz einfach. Ich weiß. Und nicht. Hat sich ja dann auch so rausgestellt. Ja. Schade, dass die Cassio da ein bisschen schwach war. Ich hatte so das Gefühl, sie wusste nicht genau, was sie gegen Katharina machen soll. Ist halt krass, wenn du 30 CS vorne bist, gegen eine Cassio als Katharina, ist schon heftig. Ja, aber ich spiele ja schon hauptsächlich nur Cutter. Also so, ich habe jetzt, ich weiß nicht, so 70 Ranked Games auf Cutter. Mhm. Und 72 sogar, um genau zu sein. Und ich pick die halt auch echt in alles. Also auch Lysandra, Zed, M, ja, nice. Auch Malzahar, so. Keine Ahnung. Das war schon echt nur Disrespect, dass die Cutter offen gelassen haben. Ich weiß nicht so, ich meine, Cutter und LeBlanc wurden ja die ganzen Spiele davor gebannt. Und ich weiß nicht, wieso die jetzt nicht gebannt haben. Haben nicht mehr daran gedacht. Ich weiß nicht, aber ja. Ja, sie mussten ja meinen Graves bannen, Mann. Ja, mit Lucian hat es ja auch gereicht dann. Du bist wie der richtige Reckless, Alter. Am Anfang in der Lane passiv, nichts machen, Teamfight kommt und du starnst einfach 4 Kills ab und dann denken alle, wow, der ist okay. Ja, soll ich ganz ehrlich sagen, normalerweise spiele ich ganz anders. Ich spiele in Ranked spiele ich ja immer Duo-Q mit einem Kollegen zusammen Botlane. Da spielen wir viel aggressiver, aber ich meine, wenn du jetzt mit einem quasi random zusammengemischt wirst, dann weißt du halt nicht, wie du spielen sollst. Und bevor du da irgendeine Scheiße baust, spielst du halt erst defensiv und wartest halt, bis sich da dann klare Chancen ergeben. Ja. Ja, ist auch richtig so. Ist natürlich eine legitime Strategie. Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall nochmal Congrats und auch danke fürs Mitspielen, Jungs. Ihr habt es echt super gemacht. Hat Spaß gemacht. Das Turnier war echt schon mega nice. Nice, ja. Man. Hört man gerne. Und war echt schon, ich fand's schon ganz ausgeglichen, so mit den Teams eigentlich. Okay, das letzte Team war jetzt ein bisschen so 2 Diamonds. Nein, aber vorher fand ich es schon ganz gut eigentlich. Ja. Da kamen dann auch die spannenden Spiele zusammen. Ich dachte, ich so weit komme, ich muss morgen um 5 Uhr aufstehen. Ach du Scheiße. Ja. Ja, egal. Ich bin heute erst um 5 Uhr aufgestanden. Also, ich bin jetzt noch weiter im Stream. Ihr könnt euch ins Bettchen verpieseln, wenn ihr wollt, oder weiter zuschauen. Ich spiele noch eine Runde Uhr. Ja, ich muss ja mitspielen. GZ, GZ. Danke, danke. Danke, Leute. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Zocker-Night, oder nicht? Oder vielleicht auch mal zwischendurch beim Stream. Ich werde jetzt in nächster Zeit öfter streamen.